Herzlich willkommen bei Fahrgeschäft Fitbikes. Heute gibt es mal ein spannendes Video und zwar geht es heute um Fahrradpreise. Bisher waren die Videos nicht spannend. Nein, heute wird es endlich mal spannend. Fahrradpreise, ihr habt gefragt, Fahrradpreise, warum ist immer alles so teuer? Heute gehen wir mal auf Räder ein, die preislich wahnsinnig attraktiv scheinen, aber ob da der Preis auch wirklich so heiß ist, ist sei dahingestellt und das gehen wir mit dem Markus heute mal durch. Markus, willkommen auf deinem eigenen Kanal. Ja, danke, danke. Das ist das Intro. Wir haben ja ein paar Fahrräder, also Basti hat ein paar Fahrräder rausgesucht in den Preisbereichen. Der Start ist bei 709 Euro für ein E-Bike. Dann geht es weiter mit einem Rad für 889 Euro, mit Frontmotor sogar. Und dann ein Rad mit Mittelmotor für 1250 Euro. Perlen. Perlen. Ja, Moment, aber wir wollen, das kann ja jetzt einen schwierigen Touch bekommen, das Video. Stimmt. Es kann ja sein, dass es Fahrräder gibt im niedrigen Preissegment, die für die Ansprüche der jeweiligen Person völlig ausreichend sind. Wenn ich zum Beispiel jetzt ein Fahrrad suche für den Weg zur U-Bahn oder zur S-Bahn, also zum Beispiel wohne ich ja jetzt auf dem Dorf, der fährt vor der Haustür Bus weg, aber angenommen der Bus wäre nicht da und ich muss zur S-Bahn fahren, was viele ja machen, dann wäre es bestimmt nicht so schlau, mit meinem 3, 4, 5, 6.000 Euro Fahrrad zur S-Bahn zu fahren, das ja den ganzen Tag stehen zu lassen und am Abend wieder damit nach Hause fahren. Ja. Und dafür wäre vielleicht ein Rad, ein E-Bike mit einer anderen Preisklasse gar nicht mal so schlecht. Absolut. Der Hintergrund zu dem Video ist eigentlich so entstanden, dass viele von euch darunter natürlich auch unter unseren ganzen anderen Videos kommentiert haben. Und zwar immer, warum die Räder so teuer sind, die Preise haben angezogen. Klar haben die Preise angezogen, das ist ja nicht nur bei uns in der Fahrradbranche so, das ist allgemein bekannt, ne? Strom, Gas, alles ist teuer geworden. Fahrräder natürlich auch, aber jetzt tun sich natürlich manche Schnäppchen auf. Ne? Und das ist eben genau auch der Hintergrund des Videos. Wir wollen gerne mit euch mal durchgehen, weil es kamen solche Räder sogar schon als Vorschläge in den Kommentaren. Würde ich gerne mal mit euch darauf eingehen. Und Markus ist deswegen hier, um das Ganze auch noch mal ein bisschen zu erklären. Was ist jetzt an diesem Rad unterschiedlich zu den Rädern, die wir im Programm haben? Und da können wir dann auch mal direkt drauf eingehen. Genau. Und um bei diesem U-Bahn- und S-Bahn-Beispiel zu bleiben, was sozusagen, also für diesen Einsatzzweck könnte das ganz gut sein, aber es gibt auch ganz, ganz viele, die im Fahrradmarkt Geld verdienen wollen, einfach, völlig egal, ob das Ding jetzt gut ist, nicht gut ist, ja, und deswegen muss man super aufpassen, was man sich so mal schnell irgendwie kauft und auch 709 Euro können teuer sein, wenn das Ding dann nur in der Garage steht, nicht genutzt wird und so weiter und so fort, ja, und deswegen wollen wir einfach mal hier reingucken. Ich will direkt mal spontan sagen, wenn ihr wollt, dass wir eins von diesen Fahrrädern bestellen und live ausprobieren, ja, dann schreibt es mal in die Kommentare runter. Und wenn eine ausreichende Anzahl das unten drunter geschrieben habt, dann gucken wir und bestellen mal eins. Wir haben drei zur Auswahl momentan. Okay. Ihr könnt ja Beispiel 1, 2 und 3 drunter kommentieren, welches Rad ihr in live sehen wollt. Wir können es so machen, ich mache noch einen Community-Beitrag mit einer Liste, wo quasi eine Abstimmung ist und da können wir das dann direkt sehen. Ja, da muss man ja den Community-Beitrag finden, so sagen, das ist viel zu kompliziert. Okay. Schreibt in die Kommentare unten rein, Rad 1, Rad 2, Rad 3, wir geben dem ganzen Namen und keine Ahnung, wenn sich da irgendwie 100 für ein Rad beworben haben, dann können wir es bestellen und vielleicht verschenken wir es dann oder machen es kaputt oder wir werden sehen, was dann kommt. Ja? Wir werden es auf jeden Fall so behandeln wie alle unsere Räder, das heißt, es wird einen Bike-Porn davon geben, es wird hochqualitativ begutachtet und wir werden einfach mal gucken, was denn da so wirklich auf uns zukommt. Auch mit einem Unboxing, würde ich mal fast sagen. Okay. Wir wollen noch mal kurz einen Disclaimer von wegbringen. Es geht jetzt nicht darum, irgendjemanden zu diffamieren oder schlecht zu reden, weil das kann man von uns erwarten als Fahrradhändler, dass wir das sozusagen authentisch... das kann man vielleicht jetzt erwarten, dass ein Fahrradhändler sowas macht, aber ihr könnt von uns erwarten, dass wir versuchen, das so authentisch, objektiv wie möglich rüberzubringen. Genau, das ist eben auch ganz wichtig. Also wir wollen hier keinen niedermachen. Das sind alles Beispiele, die es so zu kaufen gibt. Also die sind für euch auch jederzeit findbar. Und wir gucken uns jetzt einfach mal die Beispiele an. Genau, wir müssen jetzt beim ersten Rad direkt mal aufpassen, weil das ist nur noch fünfmal auf Lager. Ah, ja, also schnell. Wenn so sagen jemand will, dass wir das Rad mischen, müssen wir schnell kommentieren. Und wir haben sogar noch eine bessere Information. Das andere Rad gibt es sogar für 6,99. Und das wäre aber nur noch achtmal auf Lager. So, und jetzt schauen wir uns mal das Rad hier ein bisschen genauer an. Wir haben also ein Ancre E-Bike, Elektrofahrrad, E-Mountainbike, 26 Zoll faltbares E-Klapprad mit doppelter Stoßdämpfung und Pedelec. Das ist ein E-Bike, Elektrofahrrad, E-Mountainbike mit Stoßdämpfung und Pedelec.
mit 8 Ampere 36 Volt Akku für eine Reichweite von 25 bis 60 Kilometer. Das schreibt man nur so komisch, damit es bei Amazon gefunden wird. Genau, das sind die ganzen Keywords. Aber wenn man allein das Rad schon mal anschaut, also es schaut schon mal sehr eigenwillig aus, oder? Nennen wir es eigenwillig. Es hat einen ganz eigenen Stil. Es ist natürlich auch durch diese Klappfunktion natürlich ein bisschen universeller einsetzbar. Aber wenn man sich schon allein mal überlegt, was da eigentlich alles dabei ist. Ihr bekommt hier ein vollgefedertes Rad mit Klappfunktion. Gut, 25 bis 60 Kilometer ist jetzt nicht gerade die Welt, aber mit E-Motor für dieses Geld, dann würde ich mir schon mal ein bisschen drüber nachdenken, ob es denn das auch wirklich wert ist, wenn ich ehrlich bin. Ja, wissen wir ja gar nicht. Jetzt können wir mal gucken. Wir haben also einen Motor. Der Motor ist ein Heckmotor, ja, hinten drin in der Narbe. Wir haben den Akku in der Mitte, vorne, so unten rangeschraubt. Also das Ganze schaut für mich so aus, als wäre das, sag ich mal, ein Fahrrad, was es vielleicht schon vorher gab. Irgendwie, und jetzt hat man das halt sozusagen auf E-Bike irgendwie umgerüstet, ja, weil so man kann jetzt ein normales Hinterrad einbauen und keinen Akku wegmacht, dann hast du eigentlich, bis auf die wunderschönen Kabel hast du dann, hast du ein Fahrrad. Die Tasche erschließt sich mir nicht, warum die da vorne. Ich glaube, vielleicht sind das zwei Akkus, kann das sein? Das könnte sein, das ist aber nicht so viel Sinn, aber es steht auch nichts von einem doppelten Akku. Aber es könnte sein, dass das ein zweiter Akku ist, ja. Also was haben wir? Gehen wir mal durch. Wir haben eine komplette Kettenschaltung. Ich schätze mal 27 Gang, ne? Ist auch möglich bei einem heckgetriebenen Fahrrad. Also da habt ihr natürlich in der Mitte keinen Block drin, der das Ganze behindert, sondern ihr könnt eigentlich eine komplette Schaltung realisieren. Das ist auch das, was Markus gerade gemeint hat. Es sieht einfach aus wie ein normales Rad, was mit einem E einfach aufgewertet wurde. Heckmotor sind wir jetzt nicht so die Fans von, ne? Da können wir ein Liedchen von singen. Es gab viele Probleme mit Heckmotoren, die wir bei uns im Programm hatten. Deswegen gibt es bei uns eigentlich größtenteils nicht mehr. Es gibt aber auch viele Leute von euch da draußen zum Beispiel, die noch super zufrieden sind mit Heckmotoren. Also von dem her ist der Heckmotor eher so ein zweischneidiges Schwert. Wir mögen es nicht so, manche von euch da draußen mögen es. Ist jetzt per se erstmal nicht schlecht. Dann haben wir eine Klappfunktion. Ja, hier. Da sieht man sie, genau, Klappfunktion, also das geht schon sehr kompakt, spricht auch wieder eigentlich für den Einsatzzweck, den du gerade vorhin angesprochen hast mit der U-Bahn oder mit der S-Bahn vom Land her. Also du hast jetzt, sagen wir mal, 5 Kilometer, 10 Kilometer, die du zu deinem Bahnhof fahren musst, dann klappst du das Ding zusammen und sobald es so zusammengeklappt ist, gilt es als Gepäckstück. Das heißt, du musst, glaube ich, nicht mal mehr eine Fahrradkarte kaufen. Nee. Genau. Ja, das sind die Vorteile auf jeden Fall. Ja. Schaut ein bisschen windig aus, ein Klappsystem. Okay, kommen wir zu den Nachteilen. So dass ich jetzt nicht sagen würde, also guck mal, der Fahrradmarkt ist eigentlich relativ simpel. Dinge, die funktionieren, gibt es normalerweise auch häufig. So, es gibt keine E-Klappräder in großen Stückzahlen. Es gibt so Kompakträder, wie jetzt halt von Riese Müller das Tinker war vor Ort. Also haben wir irgendwie schon ein Stabilitätsproblem, schätze ich mal. Also kann ich mir vorstellen, dass es hier relativ windig ist. Kann aber auch sein, dass es nicht so ist. Ne? Wissen wir jetzt sozusagen nicht. Was wir auf jeden Fall haben, ist ein Zulassungsproblem. Denn dieses Fahrrad gibt es in drei Modi. Im elektrischen Modus, im Pedalunterstützungsmodus und im normalen Fahrmodus. Heißt, es hat einen Gasgriff? Ja. Dann ist es gar nicht möglich, hier zu fahren. Ist gar nicht zugelassen. Du hast hier... wo stand das? Hier, Assistenzmodus mit den Pedalen, also sozusagen die Pedelec-Funktion, dass das Fahrrad nicht alleine fährt, sondern nur unterstützt wird. Dann hast du einen rein elektrischen Modus mit dem Gashebel und ein normaler Mountainbike-Fahrmodus. Der ist dann ohne Motor. Der ist dann ohne Motor. Das heißt, das Rad hat einen Gashebel und fährt alleine. Das darf es eigentlich nicht. Das ist im deutschen Straßenverkehr nicht zugelassen. Jetzt ist es natürlich so, dass man es wahrscheinlich verkaufen darf und wer damit fährt, ist sozusagen selber schuld. Und von daher ist das hier eine ganz schwierige Kiste. Also das heißt, absolut. Das Ding dürft ihr eigentlich nur im abgesperrten Gelände fahren. Privatgelände quasi dann, ja. Das stimmt, das steht aber auch hier lustigerweise nirgends dran. Also wenn man da jetzt, gerade hier würde es ja Sinn machen, dass man vielleicht mal reinschreibt, Achtung, nicht STVZO-konform. Na gut, sie haben jetzt auch nicht alles durchgelesen, aber potenziell... Auf die Schnelle entdecken wir uns auf jeden Fall hier nicht. Interessant. Genau. Dann haben wir noch ein zweites, was auffällt, und zwar sind hier... Geeignet für männliche Reiter. Ja, steht.
Du siehst halt, es ist halt irgendwo mal in einer anderen Sprache gewesen, die dann einfach schnell irgendwie mit Übersetzt, den Google Translator geschickt worden ist. Das ist genauso wie Shimano siebte Getriebescheibe Gabel. Und dieses Modell ist nur möglich für die Höhe des männlichen Modells beträgt 1,83 Meter und die Höhe des weiblichen Modells beträgt 1,75 Meter. Keine Ahnung, was man damit aussagen möchte. Aber ganz ehrlich, also wenn man halt alles wieder geiler. Elektrofahrer sind maßgeschneidert, stilvoll und ausdauernd und ihr Lebensstil ist genauso wichtig wie ihr Leben, weil dies ihr Stil ist. Okay, das ist gut. Das ist richtig gut. Das könnten wir uns eigentlich über unsere Poster. Aber es wird immer besser, wenn wir uns überlegen. Ausgestattet mit der neuesten und effizientesten elektrischen Aufladung, fortschrittlicher Lithium-Ionen-Technologie und ohne leckende Flüssigkeiten, ohne Ölwechsel und ohne Lachgas, Methan oder HFKW aus Autoklimaanlage. Das wird immer konfuser. Ja. Also, das kann ja alles sein. Es ist ja auch so, es ist unwahrscheinlich ohne Lachgas, es ist ohne leckende Flüssigkeiten. Ich muss schon ein bisschen lachen. Ohne Ölwechsel musst du auch nicht machen. Nein, ja. Weil es sind Selbstschmier. Nein, es sind mechanische Scheibenbremsen, deswegen hast du auch keinen Ölwechsel. Ja, okay. Also, von daher, ja. Also, ihr seht schon, ihr habt wahnsinnig viele Funktionen, die alle zu diesem Preis. Also, man muss eigentlich halt auch immer an so eine Sache mit ein bisschen Hirn rangehen und einfach sich mal überlegen, was bekomme ich denn alles für diesen Preis. Und dass man bei normalen Fahrrädern schon eher da im, sage ich jetzt mal, guten Mittelfeld-Anfangspreis ist, ist das natürlich für ein E-Bike dann schon eigentlich richtig günstig. Und da würde ich mir zweimal überlegen, ob denn das dann wirklich Sinn macht oder nicht. Und wie gesagt, diese Thematik mit diesem STVZO, also da wäre ich wirklich vorsichtig. Ja, 100 Pro nicht zugelassen. Mhm. Aber man ist ja auch die Frage, wenn es ohne leckende Flüssigkeiten ist, ob man nicht lieber ein Fahrrad mit leckenden Flüssigkeiten. Ihr habt halt dann das Problem der leckenden Flüssigkeit, aber ihr habt Flüssigkeit. Also, wenn wir das Fahrrad für euch bestellen sollen, bitte greift schnell zu, schreibt es schnell in die Kommentare rein, weil dieses Fahrrad in der Farbe weiß ist nur noch 8-mal verfügbar und nach diesem Video vielleicht auch sofort, weil es ja auch ohne leckende Flüssigkeit, ne? Ja. Und in weiß ist es nur noch, nee, warte, weiß hatten wir in 8-mal. Weiß 8-mal, glaube ich, und das 6-mal. Andere, oder so. Nur noch 5-mal, das war die Farbe schwarz, glaube ich. Ja, schwarz. Wir würden auch das Rad für 709 € für euch bestellen. Denn ja, ohne Lachgas ist das leider. Ja, so, das ist schade. Das war jetzt schon ein bisschen witzig, muss ich sagen. Kommen wir zu ernsteren Themen, weil genau. Da wird es jetzt schon wieder ein bisschen konkreter. Also da auf den ersten Blick sieht dieses Rad einfach aus wie ein ganz normales Fahrrad, also wie auch eins, was bei uns teilweise in den Läden steht oder besser gesagt stand, weil das ist halt eher so ist mit dem Akku da hinten. Würde ich sagen, so vor 4-5 Jahren hat das Bosch teilweise sogar noch gemacht, oder wenn nicht sogar noch ein bisschen älter. Heutzutage ist es eigentlich nicht mehr so gängig, dass das. Ist das nicht das Rad, was du als Dienstrad beantragt hast? Entschuldigung. So, ein Zündab-E-Bike, ja. Genau. Hier sieht man aber auch schon wieder diese Problematik. Es spielen wahnsinnig viele Firmen mittlerweile auf dem E-Bike-Markt mit. Und Zündab kenne ich noch aus meiner Jugend, aber die waren noch schwarz-weiß. Da kenne ich es noch als Mopeds. Also Zündab waren klassische Mopeds, Mofas, die mit denen man auch rumgefahren ist. Die spielen jetzt halt auch wieder auf dem Markt mit, allerdings nur als Name. Genau, die Frage ist ja, ob das auf dieselbe Marke ist. Das gibt es ja nicht mehr, genau. Da die Marke halt hier kaufen. Das ist halt schon schade, wenn du so ein altes Mofa noch zu Hause hast, wo das auch richtig so eine Story hat und jetzt wird dieser Marke nochmal verwendet für so ein Qualitätsfahrrad. Genau, das ist ein bisschen schade. Aber es sieht jetzt auf den ersten Blick erstmal interessant aus. Also es ist ein Tiefeinstieg, gerade für Leute, die vielleicht sagen, sie nutzen ihr Rad weniger im Alltag oder weniger in den Bereichen, dass sie sagen, sie wollen große Touren fahren, sondern halt einfach mal in die Stadt rein zum Einkaufen wieder zurück und wollen nicht allzu viel Geld in die Hand nehmen. Dann ist das natürlich jetzt ein Angebot, was einem erstmal ins Auge springt. Genau, wir haben einen Akku, der hat zwischen 30 und 150 Meter Reichweite, minimaler Unterschied, Vorderradmotor. Mhm. Also dieses Rad hat unabhängig von dem Rad zwei Nachteile. Zum einen hat es diesen Akku zwischen Sitzrohr und Hinterrad. Man sieht auf diesem Bild jetzt schon, dass das Rad unheimlich lang ist. Ja, das heißt, du hast ein sehr langes Gefährt, was es sehr unhandlich macht. Das sieht aber an allen Fahrrädern, die den Akku zwischen Sitzrohr und Hinterrad haben. Ihr kennt alte Videos von uns, wo wir davon abraten, aufgrund des Handlings.
Und es hat einen Frontmotor und da würde ich auch abraten, weil wenn du mit einem langen Rad um die Kurve rumfährst und dein Frontmotor zieht dich dann um die Kurve rum, ist es ein super komisches Fahrgefühl. Und wenn du einen schottrigen Untergrund hast, dann kann das auch sehr schnell zu einem Sturz führen. Also nochmal, völlig unabhängig von dem Rad her, ist einfach die Art des Motors, die Art des Unterbringens des Akkus schwierig. Genau. Genau, dann haben wir circa 25 Kilo. Circa ist auch wieder ein weit dehnbarer Begriff. Kommt halt auch auf die Radgröße drauf an und so weiter. Aber 25 Kilo ist auch für unsere gängigen Räder, sage ich mal, ein normales Gewicht. Aber dafür haben wir halt wesentlich größere Akkus meistens verbaut. Genau, es schaut erstmal straßenkonform aus. Ist auch zumindest mit Straßen-STVCO-konformer Beleuchtung. Genau. Also das ist ein Rad, was man wirklich auch einsetzen kann. Da braucht ihr euch keine Gedanken machen. Es ist halt ein 375, glaube ich, war es, Wattstunden Akku. Der ist halt schon mal recht klein. Das spricht halt, wie gesagt, eher für die kürzeren Distanzen. Gerade in der Stadt macht sowas vielleicht Sinn. Aber wie Markus schon gesagt hat, ein Frontmotor ist nicht gerade der beste Motor. Ihr habt auch die Problematik der ganzen Kabel. Also es gehen halt vorne vom Motor, geht ein richtig dicker Kabelstrang nach oben. Und mit einer Federgabel ist das Ganze auch immer dann ein bisschen der Belastung ausgesetzt. Ist auch nicht immer so das Beste. Aber es ist ein interessantes Rad jetzt auf den ersten Blick. Ja, hier auf jeden Fall deutlich, die man sich mehr Gedanken gemacht über die Beschreibung und die wirkt nicht so einfach übersetzt wie jetzt bei dem anderen Ding. Also hier ist deutlich mehr im Verkauf, also in dem Ding gemacht. Und könnte ein Rad sein, was, sag ich mal, per se okay ist, je nachdem, was einsetzt. Längere Touren, weiß ich nicht, aber so zum Baumarkt, um das nächste Rad zu kommen. S-Bahn oder so. Wäre bestimmt ganz cool. Wir haben hier halt zusätzliches Gesamtgewicht von nur 120 Kilo. Das ist halt bei euch natürlich da draußen auch immer ein ganz großes Thema. Würde mir das lange, wenn ich jetzt sogar noch mal mit komplettem Wocheneinkauf da drauf wage, dann ist das schon ein ordentliches Gewicht, was da zusammenkommt. Und dann wird es für manche schon ein bisschen, wird es interessanter. Auch ist dann der Frontmotor nicht mehr der beste Motor, weil er halt natürlich dann wahnsinnig viel zu ziehen hat und der ist jetzt halt auch nicht gerade der stärkste, sind wir mal ehrlich. Genau, wir haben ein paar Markenparts, was nicht unbedingt immer für Qualität spricht, aber auf jeden Fall sind ein paar Sachen verbaut wie AXA, und so fort. Aber das ist auf jeden Fall höherwertiger und verspricht nicht so wahnsinnig viel wie das andere. Es kommt so mehr bodenständiger rüber. Genau. Aber wie gesagt, also die Negativpunkte bei so einem Rad wären halt einfach, die Parts an sich sind jetzt nicht die hochwertigsten, ist es klar. Dann der Motor ist relativ schwach auf der Brust, das ist ein Frontmotor, ist absolut nicht der beste Motor, sind wir ehrlich. Der Akku ist sehr, sehr klein und das Rad an sich ist von der Geometrie her etwas länger, also fährt sich auch ein bisschen träger. Das wären jetzt halt unsere Negativpunkte, aber alles in allem ist es ein interessantes Rad, was vielleicht für den Preis dem einen oder anderen bestimmt auch weiterhelfen soll. Genau, also wenn ihr Rad Nummer 2 in den Finals sehen wollt, dann wählt hier die entsprechende Nummer, dann schreibt es in die Kommentare rein und vielleicht bestellen wir das hier. Hier haben wir auch ausreichend auf Lager in allen verschiedenen Farben. Der Preis ist ein bisschen teurer, von daher nehmt ihr die Variante 1. So, Variante Nummer 3 ist ein Klassiker in den Kommentaren. Das beliebte Fischer E-Bike City CTA 2.0. Elektrofahrrad Saphir Blau, 28 Zoll Rahmenhöhe, 44, Mittelmotor, 50 Newtonmeter, 36 Volt Akku. Fischer finden wir in der Tat häufiger, auch in den Kommentaren, auch mit positiven Kommentaren. Wir sind aber jetzt auch vom Preislevel her schon ein bisschen höher, also schon nicht mehr bei 6,99, sondern bei 1.259 inklusive Mehrwertsteuer, also fast doppelter Preis. Ne? Fischer kennen viele auch aus älteren Tagen und würde ich mal sagen, sind wir jetzt auch schon im etwas gehobeneren, gehobenen Bereich noch nicht, aber sind, im Vergleich zu dem, was wir jetzt haben, ist das über hier die höhere Klasse. Und wir haben jetzt halt hier einen Mittelmotor. Also es war auch wichtig, dass wir mal verschiedene Motorenkonzepte uns angucken, dass wir einfach drüber uns das Ganze mal anschauen. Und hier haben wir jetzt halt sogar einen Mittelmotor. Also das ist das erste Rad, wo wir eigentlich auch dafür sind. Mittelmotoren sind im E-Bike-Bereich einfach die besten Motoren. Hier kommt sogar Content. Also die schlagen jetzt vor, welcher Motor soll es sein. Mittelmotor hat einen guten mittigen Schwerpunkt, kommt dafür am Fahrgefühl am nächsten an normale Fahrräder ran. Und dann, aber der zweite Satz ist cool, der Frontmotor, der punktet nur dann mit dem guten Flexibilitätsteilung, wenn es auch einen Gepäckträger gibt. Ja, also macht mal keiner mehr, aber es ist hier auf jeden Fall mal deutlich mehr
Also hier haben sich jetzt mehr Leute Gedanken gemacht in der Form. Und was wirklich einigermaßen gut sein soll, ist der Fischer E-Bike-Service, dass jemand auch zu nach Hause kommt und dann das Fahrrad sozusagen bei dir zu Hause repariert oder es eben mitbekommt. Also die Gewährleistung muss ganz gut sein. Und viel mehr Inhalt gibt es eigentlich auch gar nicht. Da haben die anderen sich ein bisschen mehr Mühe gegeben in den Content sozusagen. Mhm. Ja, genau. Was sehen wir? Also Mittelmotor. Das ist ein Brose Mittelmotor. Ja. Wir haben in dem Fall jetzt einen Brose Mittelmotor mit Gepäckträgerakku, was jetzt ein bisschen dem widerspricht, was wir ja vorhin vorgelesen haben. Also das heißt, kein Rahmen im Unterrohr verbaut, was, sage ich mal, mittlerweile eigentlich Standard ist. Und jetzt hier sozusagen eigentlich eine Gewichtsverteilung nach hinten haben, was die im Content sozusagen selber als eher negativ beschreiben. Sie haben auch hier beim Motor steht Fischer Silent Drive Motor. Das ist vielleicht eigentlich gelabelt noch. Ja, genau. Dann haben wir eine USB-Ladebuchse. Wir haben sogar eine Schiebehilfe im Rad mit dabei. Und wir haben ein Gesamtgewicht von 135 Kilogramm. Wir haben eine mechanische Felgenbremse. Das ist ein bisschen schade, weil das haben wir beim anderen auch gehabt. Felgenbremse einfach im E-Bike-Bereich durch das hohe Gewicht, durch die etwas höhere Geschwindigkeit teilweise schon, sag ich mal, schwieriger ist. Aber ansonsten könnte das hier jetzt für den einen oder anderen eine potenzielle Option sein. Was mir jetzt persönlich ein bisschen negativ auffällt, ist einfach dieser dieser Gepäckträger-Akku, weil wenn ich jetzt von einem Gepäckträger ausgehe, da steht meistens eine Belastungsgrenze 25 Kilo drauf, ne? Und dann komme ich da mit meinem ganzen Gepäck gerade in der Stadt und packe das da hinten noch mit drauf, dann sind wir ganz schnell dort irgendwie in diesem Bereich und dann ist das ganze Gewicht hinten auf dem Heck. Das ist fürs Laufrad, denke ich mal, nicht so spannend. Da kann es dann sein, dass ihr dann doch häufiger mal zum Zentrieren müsstet. Das ist jetzt halt ein Negativpunkt, den ich auf jeden Fall sehe. Und natürlich die Bremsen. Also ich finde, V-Brakes, ganz normale Standard-V-Brakes, gehören einfach nicht an ein E-Bike. Ja. Also wenn man ein bisschen aufpassen muss, das ist ja auch ein Video, was wir schon mal gemacht haben. Unsere Empfehlung ist immer, ein Rad zu nehmen, wo das Motor, Display und Akku von einem Hersteller kommt. Wenn das jetzt hier ein alter Brose-Motor oder ein Brose-Motor ist, muss nicht ein alter sein, aber auf jeden Fall eine ältere Generation, weil die neue Generation, da hat Brose auch eigene Displays, eigene Motoren, eigene Akkus. Das hier schaut aber nicht so aus, ob das ist, weiß ich nicht, aber das ist auf jeden Fall ein anderer Schalter hier, und auch ein anderes Display. Also schaut das für mich so aus, als wäre das jetzt nicht von Brose. Und damit hast du das Problem, dass du drei verschiedene Anbieter hast, Display, Motor und Akku. Das hat im Alltag bei uns zu Problemen geführt. Und du bist wahrscheinlich auch hier wirklich an den Service von Fischer gebunden, weil die wenigsten Fahrradhändler das reparieren wollen bzw. auch können. Also ich wüsste jetzt nicht aus dem Stand raus, wenn jetzt dieses Display kaputt geht, wo ich dafür ein Ersatzteil dafür herbekomme. Oder alleine Software zum Auslesen, wenn jetzt der Motor kaputt ist. Genau, das sollte man eben da auch noch in den Topf mit reinwerfen. Ja. Aber ansonsten interessantes Angebot. Wie gesagt, ein paar Negativpunkte. Wenn ihr mit den Negativpunkten umgehen könnt, also ihr sagt, das ist für euch jetzt nicht so wichtig, dann ist das natürlich auch ein gutes Angebot. Was mich noch interessieren würde, wäre, wie groß ist der Akku, der da drauf ist? Steht das da irgendwo? 36 Volt. Ja, okay. 317 Wattstunden. Also ist auch wieder eher ein kleinerer. Genau, also ist auch wieder eher ein kleinerer Akku. Das heißt, ihr habt natürlich hier nicht die maximalen Reichweiten. Also ich würde sagen, für ein Stadtrad in Ordnung. Aber dann halt eben gucken, dass ihr das Gepäck vielleicht ein bisschen mehr auf dem Rad verteilt und nicht unbedingt alles aufs Eck lacht, weil dann habt ihr relativ schnell einen Achter drinnen. Genau, das ist 28 Kilogramm liegt das Rad. Auch nicht zu wenig, aber das ist auch nicht unbedingt immer das Thema. Also, das waren jetzt mal drei Netzfunde, ich will jetzt nicht Vorschläge sagen. Ihr könnt wählen 1, 2 oder 3, da würden wir eins dieser Räder bestellen. Ich will sie nicht beeinflussen. Aber eins ist besonders spannend. Und ich hoffe, dass wir es einigermaßen objektiv rübergebracht haben. Ich finde, wir haben uns sehr bemüht. Wenn ihr das auch so seht und wenn ihr weitere Videos von Fitbike sehen wollt, dann gerne unten rechts auf Abonnieren klicken. Wenn ihr mit euren Fahrrädern was vorhabt, wenn ihr das richtige Fahrrad haben wollt, wenn ihr dann ein richtig auf euch angepasstes Fahrrad haben wollt, wenn ihr den passenden Partner dazu haben wollt, dann dürft ihr super gerne bei uns einen Termin ausmachen für eine Fahrradberatung. Dazu einfach auf www.fitbikes.de gehen. Da gibt es mittlerweile Tag heute 15 Standorte in Deutschland mit aus über 10 Fahrradmarken. Finden wir das perfekt passende Fahrrad für euch, stellen das individuell auf euch ein und damit habt ihr garantiert Spaß und wir unterstreichen das Ganze mit der Fahrspaßgarantie, wo ihr teilweise, also Teil dieser Fahrspaßgarantie ist, das Rad innerhalb von 4 Wochen wieder zurückgeben zu können. Ja? Und ansonsten, sehen wir uns im nächsten Video.
Vielleicht sogar mit einem der Fahrräder, die wir jetzt uns hier ein bisschen genauer angeschaut haben. Ciao!